Die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen jubelt ausgelassen in der Wahlnacht. Knapp 57% der teilnehmenden Berlinerinnen und Berliner stimmten zeitgleich mit der Bundestagswahl für ihren Volksentscheid. Nur 39% waren dagegen. Dass wir jetzt den Volksentscheid gewonnen haben, zeigt, die Berlinerinnen wollen Wohnraum in Gemeineigentum. Aber dass es wirklich passiert, dafür müssen weiterhin wir sorgen. Das heißt, nach drei wirklich ziemlich anstrengenden Jahren sind wir jetzt sehr am Feiern, ich würde sagen sehr verdient, aber wir wissen auch, eigentlich geht es sofort weiter. Die Initiative ist kampferprobt. Mit Großdemonstrationen und Kundgebungen ist sie seit Jahren in der Hauptstadt präsent und bekam so schließlich Anfang Juli die erforderliche Menge an Unterschriften für einen Volksentscheid zusammen. Insgesamt mehr als 350.000. Beim Votum ging es darum, große Immobilienkonzerne in Berlin zu vergesellschaften, um so Mieten zu senken. Betroffen wären private Wohnungsunternehmen mit mehr als 3.000 Wohnungen in Berlin, mit Ausnahme von Genossenschaften. Insgesamt geht es um mehr als 220.000 der rund 1,5 Millionen Mietwohnungen in der Hauptstadt. Sie sollen künftig in einer Anstalt öffentlichen Rechts verwaltet werden, in der neben dem Senat auch Mieterorganisationen mitbestimmen dürften. In deren Satzung soll außerdem eine spätere Reprivatisierung ausgeschlossen werden. Wenn es zur Enteignung kommen würde, dann wäre das ein erheblicher Eingriff ins Eigentumsrecht, den es in Deutschland noch nie so gegeben hätte. Und für die betroffenen Wohnungen wäre das natürlich erstmal eine gute Nachricht. Dort würden die Mieten nicht mehr so stark steigen oder sogar sinken. Allerdings würden internationale Investoren dem Standort Berlin fernbleiben, wodurch das Angebot an Wohnungen insgesamt massiv sinken würde. Das wiederum hätte zur Folge, dass die Mieten in allen anderen Wohnungen der Stadt eher sogar noch steigen würden. Und für alle in Berlin, die neu umziehen würden oder neu nach Berlin kommen würden, nach diesen Enteignungen, hätten es vermutlich sogar noch schwerer, eine Wohnung zu finden. Rechtlich bindend ist das Votum für den Berliner Senat allerdings nicht. Zuletzt hatte sich die Landesregierung 2017 beim Volksentscheid über die Offenhaltung des Flughafens Tegel hinweggesetzt. Doch die Initiative schreckt das nicht ab. Ich glaube, der Vergleich mit dem Volksentscheid zum Beispiel zu Tegel hinkt deswegen ein bisschen, weil er verkennt, was in dieser Stadt passiert ist in den letzten Jahren. Wir haben halt wirklich diese Kiez-Initiativen aufgebaut, es sind ganz, ganz viele Menschen, Mieterinnen involviert. Das heißt, die Wut ist sehr groß und wir haben wirklich einfach so viele Leute, die dazu bereitstehen, die einzelnen Abgeordneten darauf festzunageln, dass sie zu dem stehen, was in ihren Wahlkreisen abgestimmt wurde. Wie die Koalitionsverhandlungen der künftigen regierenden Bürgermeisterin aussehen werden, steht noch nicht fest. Doch die Botschaft an Franziska Giffey ist von dieser Stelle deutlich. Unsere Botschaft ist, dass sie, was selbstverständlich ist, unseren Volksentscheid respektiert, aber vor allem auch sieht, welche Energie dahinter steht. Und wir geben uns dann nicht damit zufrieden, dass es eine zeitweilige Mietenstopp zum Beispiel gibt. Es geht wirklich um Kurswechsel in der Wohnungspolitik hier in Berlin. Aus unserer Sicht könnte im Frühjahr das Gesetz stehen und in das Abgeordnetenhaus eingebracht werden, wenn der politische Wille da ist. Es ist extrem unwahrscheinlich, dass es zu Enteignungen kommt, weil die verfassungsrechtlichen Bedenken enorm hoch sind. Es dürfte wahrscheinlich zu jahrelangen Rechtsstreitigkeiten kommen. Allerdings wird die Politik dieses Volksbegehren jetzt auch nicht einfach ignorieren können. Die sind jetzt gefordert, in der Regierungsbildung in Berlin das Thema auf den Tagesordnungspunkt zu bringen und auch wirklich das Problem lösen zu wollen. Das Votum der Bürger war ja eindeutig. Es war ein Hilferuf, tut was gegen höher steigende Mieten, tut was gegen den Wohnungsmangel. Und am Ende könnte ein Kompromiss stehen, der dann wahrscheinlich ohne Enteignung auskommt. Dann wäre aber tatsächlich die Frage, wie die Initiative, die dieses Volksbegehren aufbereitet hat, vorbereitet hat, darauf reagieren wird. Womöglich wird sie sich sogar radikalisieren. Wir sind heute auf der Straße, weil wir keinen Bock mehr haben auf den Mietenwahnsinn in dieser Stadt. Die künftigen Koalitionsverhandlungen will die Initiative nach eigenen Angaben intensiv begleiten, unter anderem mit mehr Mietendemos auf Berliner Straßen. Ganz Berlin, dass die Deutsche Wohnen, ganz Berlin!
Lass die Leute wohnen! Ganz!